Ich nenne es jetzt einfach mal Leberkäse-Sensation. Und für alle Nicht-Bayer-Waren, ein Leberkäse ist ein Fleischbrät. Ja, das kann man so kaufen. Ja, das ist so, hier, ein Fleischbrät. Ja, das ist aus Kalbfleisch gemacht oder Schweinefleisch in roher Leberkäse. Ja, und das Brät, ja, idealerweise in die Hand nehmen und mit Handschuhen so kleine Nuggets formen. So, mit den Handschuhen einfach deshalb, weil das Zeug ja nicht permanent an den Händen klebt. Ja. So, kleine, feine Nuggets. Und diese kleinen, feinen Nuggets werden hier ganz gemütlich gebraten. Dann brauchen wir ein paar Walnüsse. Aber vorher noch eine Scheibe gutes Brot. Und dieses Brot, das wird jetzt geröstet. Idealerweise auch hier in der Pfanne. Okay. Alright, seid ihr bereit? Ist ja noch kein großer Akt. Christians Leberkäse-Sensation. Brät in die Pfanne, in Butter, bis er anbraten. Dann die Walnüsse nehmen und Hackemann und Söhne machen. Okay, gar nicht so fein. Ich will es gar nicht so fein. Ja, übrigens, die Kunst am Kochen oder die Kunst beim Kochen ist, so Texturen zu bekommen. Ja? Cremig, fein, mild, crunchy, fest, weich, fluffig. Schön. Das Brot, das wird kross. Das Leberkäse wird weich und die Nüsse werden crunchy. Das ist ja ein geiles Wort. Crunchy, crunchy. Oder eben auch nicht geil. Wie auch immer. So, das Ganze schön anbrutzeln lassen. Das Leberkäsebrät, schaut mal her, bei mittlerer Temperatur bekommt es schon so ein bisschen Farbe. Und dann werden die Kameraden mal gedreht hier. Okay? Sehr schön. Und irgendwann wird das Ganze in einer Pfanne schön perfekt. Das Brot wird so ein bisschen braun und alles andere wird lecker. Auf das Brot kommt jetzt gleich noch ein bisschen was von. Übrigens, das ist das bestverkaufteste Gewürz überhaupt, ja? Dieser Gourmetpfeffer. Sensation, Sensation. Nicht nur auf gebratenes, gegrilltes Fleisch, sondern vielleicht auch mal auf das Brot hier. So, dann brauche ich eine Käsesoße. Und diese Käsesoße, die mache ich jetzt ganz schnell und wirklich ganz einfach. Ihr nehmt ein Schlückchen Sahne, einen guten Käse, also guter Käse heißt jetzt nicht unbedingt so ein Konsumkäse, mild schmeckend. Gerne auch ein Käse, wo es so ein bisschen Power hat. Ja, so ein Gruyère, ein Bergkäse zum Beispiel. Und den Käse gebt ihr einfach jetzt hier mal zur Sahne dazu. Und so lasse ich das Ganze mal gemütlich vor sich hin brutzeln. So, Brot einmal wenden, schaut mal her. Aha! Sehr schön. Prima. So ist es gut. Schöne große Pfanne. All in one. Jetzt zur Käsesoße. Ja, für die Käsesoße brauche ich jetzt nochmal ein Schlückchen Senf und lasse das Ganze jetzt mit dem leckeren Käse schmelzen. Okay, schau mal, die Käsesoße braucht schon mindestens so eine Konsistenz. Ja. Das kann ruhig so, ja, so leicht dicklich sein. Und dann kommt's zum Anrichten. So ein bisschen so ein Hardrock-Gericht. Kennt ihr noch Iron Maiden? Ich feiere die ohne Ende. Jugendband. Ich habe die schon mal in Valencia persönlich treffen dürfen. Sehr geil. Manchmal muss es Iron Maiden sein. So, das knusprige Brot kommt hier auf den Teller. Dann mache ich mal so zwei von den Kameraden drauf. Dann kommt die Käsesoße dazu. Oben drauf die gerösteten
Nüsse. So, und wenn jetzt irgendjemand nochmal sagt, also bayerische Küche ist langweilig, hier diesen Barbecue-Rub noch drüber, diesen Barbecue-Rub. Ist ein bisschen scharf, ja? Ein bisschen scharf, aber saumäßig genial. Gibt es im Henze-Shop. Also, das hat nichts mit bayerischer Küche zu tun, bis auf das Leberkäse-Ding da. Aber probiert es mal aus. Christians Leberkäse-Sensation heißt wenig Zutaten. So, ihr habt das Brot, das Leberkäsebrett, Käse, Sahne. Das sind fünf Zutaten. Und ihr habt es in wenigen Minuten gekocht. Schmeckt saumäßig gut. Ehrenwort. Guten Appetit.